Ja, hallo liebe Bierfreunde. Ganz kurz und knapp, wir haben ein cooles Paket von Mr. Hop bekommen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe nur schon mal die beiden Verkostungsgläser herausgenommen und ein paar schöne Bierdeckel, Wein und ein Bieröffner. Und wir schauen mal, was im Paket drin ist. www.mrhop.com. Mr.Hop auf Instagram und Mr. Hop Shop auf Facebook. Und nachher gibt es auch noch einen kleinen Rabattcode. Wir haben einmal von der Hobito aus Polen. Und zwar ein Zombie Black Currant Sour Ale. Also mit Heidelbeeren. Gebrautes Bier, Sour Ale, ganz, ganz spannend. Jetzt auch zu Halloween vielleicht. Ah, okay, mit Milchsäurebakterien. Und ja, was haben wir? Ach, 4,2% Alkohol. Ja, das ist ja dann noch auf der leichten Seite. Also ein Sour Ale, sehr, sehr spannend. Was haben wir hier? Wir haben Bockeul, Bockelul, ein Bockbier mit 7%. Von der ewige Jugend soll das wohl heißen. Ich bin jetzt nicht des Holländisch so mächtig. Also der ewige Jugend, also die ewige Jugend wahrscheinlich. Bockbier mit 7%. Spannend. Was haben wir hier? Ein weiteres Bockbier. Und zwar Muifel Brauerei. Bockschi. Ein Whiskybock sogar. Okay. Spannende Skimaske, die der Bock hier aufhat. Okay, das ist ein Doppelbock, wahrscheinlich mit Oaks gebraut, also auf Holz, aus Fassholz Scheiten gebraut. Ja, was haben wir noch? 10,6%. Ja, spannend. Also Oak Aged. Dann haben wir Opener Simply Blonde vom brauenden Sommelier. Ach, das ist doch mal spannend. Ein Kollege, der Bier braut. Gebraut um Delen. Okay, 7%. Ein belgisch Blond mit Fuggelzopfen oder Fuggles. Der alte englische Hopfen. Sehr schön. Was haben wir noch? Wir haben Valhalla aus den Niederlanden mit Njord, einem Hazy Pale Ale. Und zwar 5% Alkohol, da noch auf der leichten Seite mit Hafermalz, Gerstenmalz, Equanaut und Chinook sind drin. Aus Amsterdam. Okay. Was haben wir weiter? Oh, wir haben The Moers, Leute. Und zwar, Could You Pass Me the Torque Wrench? Ein New England IPA mit 7%. Also der Drehmomentschlüssel fürs Auto. Die Mörsleutel Bier-Engineers, ja, sind ja sowieso für die Werkstatt bekannt. Und hier haben wir den Drehmomentschlüssel, ja, den jetzt alle auch wieder brauchen, für die Winterreifen aufzuziehen. Natürlich spannend. Was haben wir hier? Jackie O's. Dark Apparition, Russian Imperial Stout. Okay. 10,5% Alkohol. Okay. Spannend. Aus Athen. Also ein griechisches Imperial Stout. Was haben wir noch? Ach, Dutch Bargain. Die kenne ich auch. Aus Gröde, meiner Meinung nach. Bon Appetit, Amélie. Ein Mulot en Chocolat. Mühlenschokolade? Das wird wahrscheinlich auch ein Imperial Pastry Porter sein. Okay. 10% Alkohol, 25 IBUs und 200 EBC. Interessant. Tolles Design der Dose. Und dann haben wir noch eine Flasche hier und ja. Was haben wir? Wer diesen Kronkorken erkennt,
Den müsste eigentlich fast jeder in der Bierszene erkennen. Das ist das Westfleteren 12. Eigentlich der heilige Gral der Biere. Ja, das Westfleteren 12. Also auch im Paket mit drin. Also, Mr. Hop, ein ganz, ganz großartiges Paket. Ihr bekommt bis Anfang, Mitte November, bekommt ihr bis zum 12. November, bekommt ihr mit dem Code Hoppitek 10 10% auf die gesamte Sortimentsbestellung, wenn ihr bei mrhop.com bestellt. Also, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür.